Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat und zu meinem Folgevideo zur Nui 360 Home Security Kamera, also die Kamera, mit der ihr euer Zuhause im Blick behalten könnt. Das ist eine Indoor-Kamera. Die ganzen Spezifikationen, die werde ich jetzt hier nicht nochmal mit euch runterbeten. Das könnt ihr euch alles hier in meinem ersten Video anschauen, wo ich das Teil eingerichtet habe, die App erklärt habe und so weiter. Heute will ich einfach nur über meine Erfahrungen berichten. Ich habe das Teil jetzt gute, ja, 4 Wochen im Dauergebrauch gehabt, habe es auch sehr, sehr gerne genutzt. Und ihr seht, ich habe hier eins, da ist sogar noch der originale Aufkleber drüber, denn ich habe mir noch eine zweite besorgt, eben weil ich so zufrieden war damit. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, wieso ich da auch so zufrieden war. Also, was kann man mit der Kamera machen? Klar, 360, man kann sie drehen, man kann sie rotieren, in der Höhe verstellen, man kann dadurch kommunizieren, Aufzeichnungen machen, alles ganz wunderbar. Gesteuert wird es, wie gehabt, hier über die Nui Cam App. Die kann man einfach mal öffnen und dann kann man sich direkt mit seiner Cam verbinden. Und das hat bei mir jedes Mal perfekt funktioniert. Egal, ob ich jetzt wie hier zu Hause im WLAN bin oder auch von unterwegs über das Mobilfunknetz. 1A hat immer funktioniert, mindestens 3G-Verbindung, dann kann man das machen. Ihr seht, hier habe ich die Kamera, die 360, wenn ich da jetzt mal drauf tippe, dann lädt sich das Ganze, ist schon da und ich habe hier ein Live-Bild. Kann natürlich nochmal in den Querbildmodus reingehen und hier einmal das Mikrofon einschalten. Dann kann ich nämlich mit meinem Gegenüber auch kommunizieren und sprechen. Oder auch dann ja, hier die Antworten hören oder einfach nur hier über das Mikrofon mal reinhorchen, ob zu Hause alles ruhig ist, ob alles gut ist oder nicht. Ich kann hier Videoaufnahmen machen, ich kann hier Fotos machen, ich kann das Ganze in der Cloud speichern, wenn ich das wollte. Oder eben auch hier auf SD-Karte direkt hier in der Cam drin. Also alles sehr gute Funktionen und das besonders Tolle ist ja eben, dass man die Kamera hier schwenken kann und die Steuerung, die ist idiotensicher. Also ihr seht einfach durch hier auf meinem Display kann ich die steuern, von rechts nach links, nach oben, nach unten, alles ganz wunderbar und das geht echt fast 360 Grad. Also ich drehe es jetzt mal, aber dann leuchten wir hier gleich oder schauen wir gleich in unsere Küche. So, einmal ganz rum, ich habe das nämlich hier auf so einer Theke stehen, so, einmal bis zur Deko, wo man nichts mehr sehen kann und dann nochmal zurück. Und ich kann euch echt sagen, das hat bei mir so gut funktioniert. Ich habe sogar hier ein, zweimal Gespräche drüber geführt, als meine Freundin zu Hause war. Ich habe die kurz was gefragt und habe dann hier quasi das Live-Bild gehabt. Ist ein bisschen befremdlich am Anfang, wenn sich hier die Kamera die ganze Zeit dann noch hoch und runter bewegt. Aber eine schöne Sache. Durch die 1080p-Auflösung kann man auch schön ins Bild noch reinzoomen, wenn man sich hier die Details anschauen will, wie unseren SpongeBob, der hier sitzt, oder das Terrarium. Und dann kann man sogar sehen, ob hier die Rennmäuse gerade ihr Workout machen oder nicht. Also, prima Sache, Freunde. Also, ich bin voll und ganz echt zufrieden damit. Das Design ist schön. Ich habe keinen einzigen App-Absturz gehabt. Gar kein Problem. Ich hatte keine Ruckler drin gehabt. Das lief immer flüssig bei mir, wobei ich auch immer eine gute Verbindung hatte, LTE. Der Ton bei der Kommunikation, der war auch gut. Hier ist ja der Lautsprecher, wo dann eure Stimme rauskommt, wenn ihr von weiter weg sprecht. Und auch das, was ich über das Mikrofon, das hier eingebaut ist, bekommen habe, war alles noch echt gut verständlich. Also sehr, sehr schönes Teil. Gefällt mir ausgesprochen gut. Hier vorne die LED, die leuchtet sehr hell. Also wer will, kann die aber ausschalten. Das ist es eigentlich schon. Das ist mein Langzeitbericht zur Nui 360. Mir sind keine Fehler aufgefallen. Also alles hat wirklich hervorragend gut funktioniert. Auch der Nachtmodus im Dunkeln bestens. Einfach alles bestens. Also ich kann echt nicht meckern und das auch zu dem angebotenen Preis. Kann man echt machen, Freunde. Ihr findet den Link nochmal hier in der Videobeschreibung, wenn ihr nochmal sehen wollt, wie das Setup hier funktioniert. Das lief auch echt gut, auch problemlos mit der ganzen App-Geschichte. Dann schaut euch das Video nochmal an. Und ansonsten, ja, was soll ich sagen? Schöne Full-HD-Indoor-Kamera mit Dreh- und Pan- und Zoom-Funktion. Prima. Also, ich werde sie behalten. Wie gesagt, das hier ist ja schon die zweite. Dann habe ich hier 2 von den Drehkameras in der Wohnung stehen und habe dann hier echt alles bestens im Blick. So, das wäre es gewesen, Freunde. Nichts zu meckern. Tja, kann auch mal sein, oder? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.